Von wegen eklig, Zahnstocher können auch Kult sein. Das Weltmuseum für Zahnstocher im französischen Laval wurde zu Ehren des surrealistischen Schriftstellers Alfred Jarry geschaffen. Wie in Jarrys Theaterstücken wird hier das Absurde in Normalität umgewandelt. Den Erzählungen zufolge soll Jarry auf seinem Sterbebett 1907 nach einem Zahnstocher gefragt haben. Die Ausstellung zeigt rund 70 Objekte. Ich glaube, einen Zahnstocher zu benutzen, ist eine intime Angelegenheit. Das mag zwar sein, aber ich finde, es ist nicht widerlich, wenn jemand das vor mir macht. Dann benutzt man entweder diesen hier, Dentelle, oder man geht kurz weg oder steckt den Kopf unter den Tisch. Für die ganz hartnäckigen Essensreste gibt es diese Pumpe. Bei diesem Modell pumpt man Luft und dadurch werden die Reste abgelöst und nach hinten in den Rachen gepustet. Die Ausstellung bleibt Jarrys Leitmotiv treu. Die Wahrheit liegt in der Fantasie.